immerwährende Begier. Ich will dich lieben, du schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So haben wir einander gegrüßt mit dem Gruß der Kirche. Ein wunderbarer Gruß, wo wir uns gegenseitig die Gegenwart des Herrn wünschen. Und nicht nur wünschen, sondern gleichsam feststellen. Er ist unter uns, weil wir zu ihm gekommen sind. Und weil wir unser Herz immer wieder neu bereiten müssen, wenn wir ihm begegnen, tun wir es auch jetzt. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Herr, erbarme dich unser. Du hast Kreuz und Leiden auf dich genommen, um uns zu erlösen. Christus, erbarme dich unser. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen und uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, den Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. So erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben seine Macht. Doch haben wir den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. Wort des lebendigen Gottes. Dank. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben, o mein Leben.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Haltet fest am Wort Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut, dass wir in dem Lied, das wir singen, Ich will dich lieben, ermahnt werden, dass die Liebe das Größte ist. Und Jesus mahnt uns im Evangelium eindringlich, dass wir in der Liebe bleiben müssen, selbst wenn uns das etwas kostet. Etwas Kostbares ist doch das Auge. Und Jesus sagt, lieber verliere ein Auge, als dass du Böses tust. Und von den anderen Gliedern des Leibes sagt er dasselbe. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag bemüht sind, die Liebe zu leben. Wenn wir uns bemühen, dann ist es schon gut. Denn ich denke, das Bemühen allein schon ist so viel wert. Und Gott wird das Bemühen anrechnen. Wir haben ja in der Lesung gehört, dass wir die Gnade Gottes in zerbrechlichen Gefäßen haben, weil unsere eigene Kraft, die wir menschlich besitzen, nicht ausreicht, um immer das Rechte und das Gute und das von Gott Gewollte zu tun. Wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Liebe Gottes, die uns so sehr vor Augen sein möge, dass wir in dieser Liebe alle anderen Dinge zurückstellen können. Wer die Liebe Gottes in sich aufnimmt, der kann vieles zurückstellen, auch wenn es ihn lockt, auch wenn es ihm im Moment für wichtig und richtig erscheint, wenn es nicht zum Sinn der Liebe gehört, ist es besser, wir verzichten und wir können es, wenn wir auf Gott vertrauen.
In der Kraft Gottes können wir viel. Der Apostel Paulus sagt: Ich vermag alles in dem, der mich liebt. Er vermag alles, wenn er in der Liebe Jesu Christi, in der Liebe Gottes bleibt und in ihr Kraft und Hilfe findet. Dasselbe gilt für uns. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der reich ist an Erbarmen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die unter Schuld und Versagen leiden, dass sie deine Liebe und aufrichtende Barmherzigkeit durch Menschen erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die an Leib und Seele leiden, dass sie angesichts ihrer Ängste und Sorgen nicht verzweifeln, sondern eine tröstende und ermutigende Nähe spüren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, deren Glaubenszweifel groß sind und die unter den hohen Ansprüchen des Evangeliums leiden, dass sie wieder neu die befreiende und lebensspendende Kraft des Glaubens entdecken. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Eheleute, dass sie die Liebe und Treue, die sie einander versprochen haben, jeden Tag neu leben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Eheberatungsstellen, dass sie den Ehepartnern, die in Schwierigkeiten sind, helfende und heilende Begleiter sein können. Wir bitten dich, erhöre uns. Du bist der Gott, in dessen guten Händen wir alle Zeit geborgen sind. So erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen auch an die Fürbitten anschließen, die Anliegen der Heiligen Messe heute. Und zwar Margarete Kinzelhofer für verstorbene Eltern und Geschwister, Familie Appenzeller für verstorbene Tante Caroline Katzenschläger. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer
Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du selbst uns geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir danken sie. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln, heilig bist du Gott, Zebaot. Im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und so nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So dürfen wir ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst den Weg zur Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg zur Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg zur Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Ich lief verirrt und war verblendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Nun aber ist durch dich geschehen, dass ich dich ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz das Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelssonne, dass du mich froh und frei gemacht. Ich danke dir, erhalte mich auf deinen Stegen und lass mich nicht der Irre gehen. Lass meinen Fuß auf deinen Wegen nicht straucheln oder stille stehen. Erhalt mir Leib und Seele. Ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, meinen Gott. Ich will dich lieben, Sonderlohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz zerbricht. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir durften bei ihm sein. Wir durften wieder Kraft und Liebe schöpfen. Bei ihm, der unerschöpflich ist, unerschöpflich an Barmherzigkeit, unerschöpflich an Liebe. Und sein Segen möge uns durch den Tag begleiten. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltig liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.